Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No Man's Sky. So, wir waren hier stehen geblieben. Ich sehe gerade, das WLAN spackt ein bisschen rum. Ich lade gerade noch was hoch. Ich hoffe, das funktioniert alles. Achso, ach, oh cool. Oh, mega. Sehr geil. So, wir sind gerade. Wir. Ach ne, so. Ach ne, das war da. Ach Gott, ey, was mache ich denn hier? So, Bandor Kio. Warte mal, mal ranzoomen hier. Ach so. Oh. Ich bin doof, Entschuldigung. Bisschen näher ran. So, wir sind gerade da. Ich würde sagen, wir versuchen einfach mal ein bisschen der Story zu folgen. Ich glaube, dieser rote Faden da, der ist unser. Ja, keine Ahnung, unser Weg, unsere Story. Ich habe keine Ahnung, ich schätze es einfach mal. Gut. Wir sind auf dem Weg. Ich hoffe, es dauert nicht ganz so lange. Oh, warte mal, ich werde angerufen. Cool. So, da sind wir auch wieder. Entschuldigung. Bericht: Das Raumschiff Überwachungssystems. Hyperantriebfehler. Warp-Treibstoff aufgebraucht. Ernsthaft. Suche nach Treibstoff. Suche, suche. Suche, suche, suche. Gefunden. Yay! Warp-Treibstoff, Quelle in 16, 16, 16. 16. 16. Ja, läuft. Ja. Ich würde jetzt liebend gerne mein Raumschiff wieder steuern. Das. Ja, mach los! Gut. Jetzt haben wir Silber. Ja, Silber können wir verkaufen. Ich werde hier jetzt noch ein bisschen abbauen. Oh. Es könnte sein, dass ich gleich nochmal angerufen werde. Ich hoffe, das ist irgendwann nach der Folge. Aber kriegen wir hin. Hab sie erstmal auf lautlos gemacht. So. Piu, 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 piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu, 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 piu. Gut. Was haben wir da noch Schönes? Das ist auch Silber, okay. Boah, was zur Hölle? Oh, ach, da unten. Ach, da müssen wir sogar hin. Nee, müssen wir nicht. Doch, müssen wir. Alles klar. Nehmen wir. Sieht ein bisschen erdähnlich aus, oder? Eins und null. Es ist dunkel, es ist Nacht. So. Durch die Wolkendecke. Oh wow, das ist sehr erdähnlich. Was ist das? So, einfach mal hier niederlassen. Was? Nein, doch nicht wieder hier mit einem Buschwerk, Alter. Okay. Ja, cool. Ja, cool. Ja, ein bisschen Kohlenstoff. So. Pflanze kann ich nicht aussprechen. Wärmeschutz aktiv. Oh. Ja, hier ist anscheinend ein bisschen wärmer. Alles klar. Diese Dinger kenne ich auch noch. Die sind, glaube ich, um Worte zu lernen, ne? Die Weisheit der Korvax. Bukodim, 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 Yun, Yun, Yun.
Natürlich. Der Stein schwingt und erzeugt ein Geräusch, das meine Gedanken vereinnahmt. Eine Vision beginnt, Gestalt anzunehmen. Eine roboterhafte Lebensform dreht sich zu mir. Licht strömt aus ihrem metallischen Gehäuse und bildet einen leuchtenden Nebel, der uns beide umgibt. Sie deutet in meine Richtung. Wissen annehmen, klar. Wissen ist Macht. Du hast das Korvax-Wort für Korvax gelernt. Ja, wow. Ich bin immer noch begeistert. So. Huch. So. Überreste von Huzia. So, diese Struktur unterscheidet sich von allem, was ich auf meiner Reise bisher gesehen habe. Und das war auch noch nicht wirklich viel. Alles an ihr ist so offensichtlich fremd und gehört so offensichtlich nicht an diesen Ort. Als ich sie anstarre, bilden sich in meinen Gedanken Worte, ein seltsamer Auszug aus einer zerbrochenen Sprache. Ist das Reisender? Ist das Freund? Ich weiß es. Ich bin Freund. Es fühlt sich seltsam an, auf die Frage zu antworten, von denen ich nicht genau weiß, ob sie mir überhaupt gestellt werden. Aber offensichtlich ist irgendwas auf meine Antwort aufmerksam geworden. Mich überkommt das Gefühl, dass etwas erwacht ist, dass mich etwas beobachtet. Eine weitere Frage wird geformt. Ist es Ersteres? Ist es Letzteres? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie mit mir gesprochen wird. Dieser Monolith ist uralt und ich werde das Gefühl nicht los, dass er diese Fragen schon unzählige Male gestellt hat. Er fragt noch einmal. Hat es das purpurne Auge gesehen? Hat das purpurne Auge es gesehen? Ich habe kein Auge gesehen, aber das wird mich Wahrscheinlichkeit einer Anomalie übersteigt, die Sicherheitsparameter Durchbruch entdeckt. Alarm! Joa. Die Grenzen fallen, die Mauern stürzen ein, das Universum wartet. Es finde uns Reisender. Ich bin nicht Reisender, ich bin Freund. Oh, okay. Huch! Ach, Treppe, Alter. Oh, guck mal, da war noch so ein Ding. Geilo. Noch ein Wort. Das Wort für Reisender gelernt. Ja, läuft. Anfänger. Ich habe schon 5 Worte gelernt. Das ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Wo habe ich den geparkt? Egal, ich gucke sofort. Ich will wissen, was hier so leuchtet. Kobalt. Okay. Ja, warum nicht? Warum nicht die Blumen leuchten so, ne? Gut, ich glaube, damit wollte uns das Spiel sagen, du bist hier falsch. Flieg weiter. So. Gut. Der Planet gefällt mir sowieso nicht. Was? Oh. Habe ich wieder ein bisschen... Haben wir aber Glück gehabt, dass wir das Ding dabei haben, ey. Da können wir jetzt nochmal gucken. Da können wir die Warpzelle reinsetzen. So. Lüppet. So. Und weg hier. Ich mag's hier nicht. Da war mir der Eis- und Schneeplanet doch lieber. Ich habe mir jetzt allerdings den Namen des Planeten nicht gemerkt. So, hier mal gucken, ob wir noch ein bisschen von diesem... Huch. Eingehende Übertragung. Quelle unbekannt. Du bist nicht... allein. Bitte identifiziere dich. Ich bin... Okay. Du hast mich verlassen. Warum hast du... Was? Verstehe ich nicht. Natürlich würdest du das sagen. Natürlich würdest du... So wie die anderen. Mit wem spreche ich überhaupt? Es kommt keine Antwort. Der Kommunikator wird ruhig,
obwohl der Kanal noch immer offen ist. Komisch. Was haben wir da? Auch Silber. Basiscomputerarchiv verfügbar. Da! Genau das wollte ich doch haben. Damit können wir unseren... Verdammt, unser Turboantrieb, wie heißt der nochmal? Ach, ist doch egal. Ne, kein Silber. Genau, Tritium. Gold, okay. Auch okay. Silber? Nee. So. So. Gut. Wir müssen. Wohin müssen wir denn? Da ist nur eine Raumstation. Wollen wir doch mal gucken. Basiscomputer verfügbar. Beim automatischen Archiv Wiederherstellungsprozess werden zu Prozess und zusätzliche Daten wiederhergestellt mit dem Basiscomputer umgehen. Muss ich jetzt ernsthaft? Alles klar. Kein Bock, was Neues zu bauen. Noch nicht. Also geht's jetzt erstmal zu dem. Raumstation? Das sieht aus, als ob die hier auf dem Planeten ist. Oder ist die dahinter? Ja gut, auf dem Planeten wäre es ja keine Raumstation, ne? Das ist ja Schwachsinn. Naja. Oh, die sieht aus wie ein... Boah, wie sieht die aus? Keine Ahnung. Das war knapps. So, Raumstation, Teleporter. Oh, Rücken. Wo finde ich diesen Teleporter? Einmal umdrehen und aussteigen. Ah, warte mal, dann kann man hier direkt mal eben im Inventar ein bisschen aufräumen. Moin. Okay, okay. Ja. Reisender Symbol. Ich wurde Reisender genannt. Alles klar. Mal gucken. Ja, ja, hier, bla bla bla. Bla bla bla. Sprachfähigkeiten üben. Gut. Vielen Dank für nix. Erstmal ein bisschen was verkaufen hier, ne? Oh, doch, wir haben was. Eine Planetenkarte. Was? Schmutz. Achso, nein. Verkaufen. Paraffinium. Erstmal weg damit. So. Das kann auch erstmal weg. Fahrschutzsystem zum einen. Nee, ich glaube, so weit sind wir noch gar nicht. Erstmal weg damit. So. Geode. Okay, da können wir noch was mitmachen. Sauerstoff, dichter Kohlenstoff, das würde ich alles gerne behalten. Warum auch immer, ach, ich weiß es nicht. Ionenakku, das kann auch weg. Weg damit. Stickstoff. Stickstoff lässt sich leicht... Keine Ahnung. Weg damit. Navigationsdaten würde ich gerne behalten. Silber kann weg. Goldklumpen kann weg. So,
Gold auch weg. So, was war das? Geode. Ach so, Planetenkarte. Später. Peter. So. Da ist es. Analysieren. Huch! Routeplan. Okay. Deine Basis befindet sich in einem Sternsystem. Verlassenes Gebäude, okay. Ach, hier! Siehst du? Kann ich da überhaupt durch, wenn meins aus ist? Ich hoffe. Ich hoffe es inständig. Nicht, dass wir jetzt irgendwo im Nichts landen. Das wäre sehr kurios. Sehr kurios, sage ich euch. Hallo? Oh, ich glaube, wir landen im Nichts. Sehr schön. Nein, aber man kann da doch nicht die ganze Zeit den Strom anlassen, oder? Nein, ich glaube nicht. Hallo? Aha. Ja, cool. Ja, es war schön, euch kennengelernt zu haben. Das war's dann, glaube ich, jetzt. Ich kann nichts machen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es so langsam dauern, so lange dauern muss. Okay. Ach Gott, ey. Gut. Ach ja. Genau. So, das ist der Basiscomputer. So. Automatische Archivwiederherstellung in... Entschuldigung. Im Gange. Daten wiederhergestellt. 6%. Neue Daten verfügbar. Archive durchsuchen. Eintrag bla 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 folgt. Zusätzliche vergrabene Technologiemodule gefunden. Die Konstruktion verläuft reibungslos. Die letzte Expedition hat eingebracht. Kopiere die Daten auf Rauschen. So, zusätzliche Daten verfügbar. Bauprotokolle wiederhergestellt, Baupläne zusammengesetzt und bereit zum Herunterladen. Konstruktionsdatenbank durchsuchen. Basistechnologiedaten extrahiert. Pläne werden heruntergeladen. Lagerbehälter. Alles klar. Ey, Natrium. Jetzt habe ich kein Natrium mehr, oder was? Ich kann mich nicht bewegen, oder was? Hallo? Ach so. Alles klar. So, Lager... Ja, Lagerbehälter... Weiß ich nicht. Brauche ich den jetzt unbedingt? Eigentlich schon, ne? Da könnte ich Glas in so einen Scheiß reinpacken. Scanner wird aufgeladen. Ja. Wie weit ist das denn weg? Entfernung 131 Units. Heißt das Units? Ich glaube ja, ne? Nehmen wir mit. Wir nehmen einfach mal mit, was wir kriegen können. Kann man da auch irgendwas mitnehmen? Wurzel. Hm. Ah, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, wie viel war das? 15. Zu wenig. Ist das da auch noch? Ja, ne? Natrium. Gleich zweimal. Cool. Gut, dass das so schnell wächst. So, 12, 29. Natrium. Bibidi babidi bubidi. So, nochmal gucken. Ob wir hier nicht noch irgendwo was in der... Weißt du was? Lager.
Was zur Hölle? Ja, den würde ich dann aber auch direkt draußen anbauen. Geil. Da passt ja schon mal ordentlich was rein. Nehme ich jetzt mal an. Kaufe Ausdauer-Upgrades in einer Raumstation. Okay. Okay, das wusste ich jetzt überhaupt nicht, dass man sich auch Upgrades kaufen kann. Passt das so? So. Ja, sieht scheiße aus. Wirklich. So. Kabel. Komm, haben wir genug von. Ab rein damit. Fünf Minuten. Ha. Läuft. Wie kann ich denn nochmal Kabel? Tragbar, also mein? Hier, wo war denn das? Energie, Kabel. Anbauen? Ja, das sieht jetzt zwar mega scheiße aus, aber ich glaube, wenn ich es durchs Haus lege auch, ne? Aber ey. So. Lagerbehälter. Was haben wir denn hier alles? So, Glas. Mach rein da. Kobalt kann da rein. Das kann da rein. Ah, ich weiß nicht. Verwachsgehäuse, das kann da eigentlich auch rein. Ich schätze, das reicht erstmal. Mein Schiff ist jetzt auch mit hier, ich weiß nicht. So, warte mal, das haben wir jetzt alles gemacht, ne? Abwarten, bis zusätzliche Daten wiederhergestellt werden. Der automatische Archivwiederherstellungsprozess versucht, zusätzliche Daten wiederherzustellen. Der Benutzer wird informiert, sobald die Wiederherstellung abgeschlossen ist. Bist du schon fertig? Anscheinend nicht. Ja, jetzt die Frage, was mache ich jetzt hier lange, hier so lange noch? Man könnte mal gucken. Oh, man könnte direkt mal gucken, ob man seine Lebenserhaltung vielleicht wieder ein bisschen aufboostert. So. Können wir den auch mal weghauen? Ja, diese Wurzel will ich eigentlich noch gar nicht einsammeln. Was wir mal machen können, ist, wir können uns schon mal sowas hier wieder bauen. Antimaterie war verdichteter Kohlenstoff. Der Schmarrn. Haben wir jetzt an Kohlenstoff alles in die Dingens reingepackt, ne? So, Kohlenstoff. Verdichteter Kohlenstoff. Ja, haben wir gemacht. Ja, super. Ach, Leute. Kohlenstoff, Kohlenstoff. Da, Stoffkohle. Lalala. So. Darf man mal noch ein bisschen mit. Kohlenstoff. Einmal den Minenlaser wieder auf Vordermann bringen. Ja, ist natürlich der Kohlenstoff wieder komplett weg. Wie das immer so ist. Aber hey. Was soll es? Hm? Nützt ja nichts.
Ach ja. Herrlich. So. Klavo Bvera. Oder Klavop Bvera. Wer weiß das schon? Ich glaube, die Namen sind auch prozedural irgendwie erstellt, oder? Eigentlich alles an diesem Spiel, oder? So. Ich weiß nicht, ob es reicht. Wir können uns hier mal eine Lampe reinbauen. Kohlenstoff. So. Und Gas geben. Wie viel brauche ich denn? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. 20. 20 müsste ich doch haben. Aber sowas von. Alter Vater. Mitnehmen. Huch. Mitnehmen. Machen wir ein bisschen Antimaterie. Und haben direkt wieder was Schönes dabei. So, Silikatpulver können wir auch mal ins Lager packen. Hätte ich jetzt einfach mal so gesagt. Silikatpulver. Ferritstaub, von mir aus auch. Das kann da rein. Oh, ist Strom jetzt aus? Strom ist aus. Läuft. Gut, dann würde ich einfach sagen, ich hau hier den Ofen. Nein, mache ich nicht. Mache ich in der nächsten Folge. Wieder an und dann gehen wir mal eben zur Raumstation zurück. Ja. Vielen lieben Dank, dass ihr immer mal wieder hier reinschaut. Ich hoffe, es macht auch Spaß, obwohl es im Moment ein bisschen eintönig ist hier. Es ist halt, ich glaube, immer noch so. Ich weiß nicht, ob das noch Tutorial ist oder. Huch. Das ist eine ekelhafte Scheibe. Oder ob das jetzt einfach der Story-Verlauf ist. Egal, wie dem auch sei. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass ihr das Interesse nicht verliert und beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und macht's gut. Ciao.